Mit iOS 14 hat Apple den AirPods und AirPods Pro einige coole neue Funktionen hinzugefügt und vor etwa 2 Jahren habe ich bereits ein Video gemacht, wie man das meiste aus den AirPods herausholt und dieses möchte ich gerne jetzt mit einem Update versehen und euch weitere neue coole Funktionen vorstellen. Sollten dich Videos wie dieses, Tipps und Tricks zu Apple Produkten interessieren, dann würde es mich sehr freuen, wenn du jetzt einfach und unkompliziert ein Abo dalässt und wir werfen jetzt direkt nach dem Intro einmal einen Blick auf die besten neuen Funktionen für die AirPods und AirPods Pro und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir mit der ersten Funktion unter iOS 14 und wie ihr mit Sicherheit schon wisst, gibt es Homescreen-Widgets und diese eben auch speziell für die AirPods, in diesem Fall für den Batteriezustand. Und hier könnt ihr aktuell sehen, dass in diesem Fall hier AirPods verbunden sind und diese voll geladen sind. Und es gibt hier eben verschiedene Optionen, verschiedene Größen, die man auswählen kann und das wäre jetzt hier mit den zusätzlichen Prozentständen. Und hier hätte man dann noch wirklich eine sehr große Auflistung, wo dann nochmal gesagt wird, wie die Geräte heißen. Und dann zusätzlich hier prozentual das Ganze noch einmal dargestellt und am Ende auch noch, ob aktuell geladen wird. Und so könnt ihr im Grunde genommen hier ein Widget auswählen und dieses dann ganz einfach auf eurem Homescreen platzieren. Ich habe in meinem Fall hier mich für die kleinste Variante entschieden, wo eben in einem relativ kleinen Widget eben angezeigt wird, ob aktuell AirPods verbunden sind und wenn ja, wie der aktuelle Akkustand ist. Machen wir weiter mit einer Einstellung. Dazu öffnen wir die App und gehen einmal unter Bluetooth und dann sehen wir hier unsere verbundenen Geräte und dort können wir auf dieses kleine i klicken, um daraufhin dann eben weitere Optionen zu bekommen. Und in diesem Fall möchte ich euch gerne die Funktion mit diesem iPhone verbinden zeigen und zwar habe ich das Ganze auf automatisch gestellt. Man kann auch bei der letzten Verbindung mit diesem iPhone auswählen und wenn das Ganze automatisch ist, dann wechseln eure AirPods automatisch mit euren ganzen in der iCloud verfügbaren Apple-Geräten und können so dann automatisch den Ton über die AirPods ausgeben. Wenn zum Beispiel Ton über das iPhone ausgegeben wird oder über das iPad, dann entscheiden die AirPods eben automatisch und dementsprechend wird dann der Ton ausgegeben. Bleiben wir auch direkt in den Einstellungen der AirPods, denn hier gibt es jetzt das optimierte Laden der Batterie, leider ausschließlich für die AirPods Pro, für die normalen AirPods erste und zweite Generation ist das Ganze nicht verfügbar, aber wenn ihr AirPods Pro habt, solltet ihr das Ganze auf jeden Fall aktivieren, funktioniert genauso wie mit dem iPhone, die AirPods werden entsprechend intelligent geladen, damit die Lebensdauer verlängert wird, daher auf jeden Fall ein Feature, was man verwenden sollte. Ebenfalls exklusiv für die AirPods Pro mit iOS 14 ist 3D Audio. Das Ganze hat Apple auf der WWDC 2020 vorgestellt und sorgt einfach dafür, dass die Bewegung des iPhones sozusagen verfolgt wird und entsprechend die Audioausgabe dreidimensional wiedergegeben wird. Das heißt, wenn ihr euren Kopf bewegt und sich das iPhone entsprechend bewegt, wenn ihr zum Beispiel einen Film schaut und das Ganze unterstützt wird, ändert sich auch der Ton. Das heißt, ein ziemlich cooles Feature, aber wie gesagt, leider auch exklusiv für die AirPods Pro, aber eben mit iOS 14 jetzt verfügbar. Eine Funktion, die ihr aktivieren könnt, um eure Ohren ein bisschen zu schützen, befindet sich in den Einstellungen und wenn wir hier ein bisschen nach unten gehen, bis zu Töne und Haptik. Und hier habt ihr die Möglichkeit, Kopfhörersicherheit zu konfigurieren. Dort könnt ihr ganz einfach raufgehen und bekommt dann hier eben die Möglichkeit, laute Töne zu reduzieren und dann entsprechend hier anzupassen. 85 Dezibel zum Beispiel könnt ihr als Maximallautstärke angeben oder ihr könnt hier eben auch höher gehen. Das Ganze wird dann sozusagen noch einmal visuell beschrieben, so laut wie eine Autohupe oder so laut wie ein Krankenwagen-Sirene oder wie ein Motorrad. Und so könnt ihr einfach dafür sorgen, dass die Töne, die eure AirPods wiedergeben, nicht zu laut sind und hier einfach so ein gewisses Maximum angeben. Ihr seht hier auch die Kopfhörermitteilung. Wenn ihr eben zu laut gehört habt, dann bekommt ihr hier eine Mitteilung, einfach um eure Sicherheit für eure Ohren so ein bisschen zu gewährleisten und entsprechend könnt ihr das hier so ein bisschen anpassen. Ziemlich cool sind die neuen iOS 14 Pop-Ups, die erscheinen, wenn zum Beispiel eure AirPods verbunden werden, aber eben auch, wenn der Akku eurer AirPods schwach ist, in diesem Fall bei 10%, wenn zum Beispiel ein AirPod fast leer ist, dann erscheint hier so ein kleines Pop-Up, was euch darauf hinweist, dass ihr eure AirPods mal wieder aufladen solltet. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, sowohl für die einzelnen AirPods, aber eben auch für die Case und das Ganze funktioniert auch mit der ersten und zweiten Generation. Solltet ihr das automatische Verbinden aktiviert haben, dann seht ihr hier auch ein Pop-Up, wenn die Kopfhörer wechseln, sprich wenn man zum Beispiel am iPad aktuell etwas hört und dann mit den AirPods verbunden ist und dann am iPhone etwas weiter hört, dann verbinden die sich automatisch mit dem iPhone. Das heißt, es gibt einen automatischen Wechsel, je nachdem, mit welchem Gerät ihr aktuell hört. Und dann wird hier eben so ein Pop-Up angezeigt, damit ihr Bescheid wisst, dass das Ganze jetzt passiert ist. Und so könnt ihr ganz einfach zwischen Geräten wechseln, ohne aufwendig irgendwie die Bluetooth-Einstellungen zu verändern,
sondern das Ganze passiert automatisch und wird euch hier noch einmal mit diesem kleinen Pop-up hier gezeigt. Im Control Center gibt es ein ziemlich praktisches Toggle, was ihr auf jeden Fall hinzufügen solltet. Geht dazu einmal in die Einstellung und dann scrollt ihr runter zum Kontrollzentrum, und damit gemeint ist das Hören-Toggle, was ihr hier sehen könnt. Sollte das hier noch nicht verfügbar sein, könnt ihr mal ein bisschen nach unten scrollen, dann findet ihr das auf jeden Fall hier weiter unten, klickt auf das Plus und daraufhin wird es dann hier auch hinzugefügt und ihr könnt es dann natürlich noch entsprechend ein bisschen variabel hier verschieben. Und wenn wir jetzt einmal in das Control Center hineingehen und ein bisschen nach unten scrollen, dann seht ihr hier schon das Hören-Toggle und da gehe ich jetzt einfach einmal rauf. Und dann seht ihr hier mehrere Optionen. Erst einmal sehen wir hier die AirPods inklusive Namen und auch die Akkulaufzeit. Dann sehen wir hier unten die Kopfhöreranpassung. Dort können wir raufgehen und das Ganze hier noch einmal ein- bzw. ausschalten, ob wir es für das Telefon verwenden wollen, für Medien verwenden wollen oder eben auch nicht. Das heißt, das kann man hier einzeln deaktivieren oder aktivieren. Und wir haben die Funktion Live mithören und damit ist es möglich, über das iPhone oder eben über die AirPods sozusagen live mitzuhören. So eine Art Spionagefunktion, eigentlich dafür gedacht, dass man zum Beispiel in Hörsälen oder so, wenn es ziemlich laut ist und man den Professor oder ähnlichen verstehen möchte oder wenn man einfach auch eine Hörbehinderung hat, das Ganze zu verwenden, damit man eben besser mithören kann. Und wenn wir das aktivieren, dann höre ich mich jetzt viel, viel lauter und man sieht, dass es hier aktiviert ist. Und wir sehen auch den Kopfhörerpegel. Der Kopfhörerpegel wird uns übrigens auch angezeigt, wenn wir irgendwie Musik hören. Und da können wir dann sehen, wie laut wir aktuell Musik hören und ob das Ganze schädlich für unsere Ohren sein könnte. Also auch eine ziemlich coole Funktion. Und wie gesagt, über Live mithören könnt ihr jetzt eben über das iPhone mithören. Und ich höre in meinem Fall meine Stimme jetzt viel, viel lauter. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole praktische Funktion, die man gut verwenden kann. Als nächstes solltet ihr euch einmal die Bedienungshilfen für Kopfhöreranpassungen anschauen. Dazu gehen wir in die Einstellung unter Bedienungshilfen, scrollen herunter bis zu Audiovisuell und daraufhin können wir hier ganz oben auf die Kopfhöreranpassung gehen. Und diese Funktion können wir aktivieren und daraufhin gibt es hier die Option zu wählen zwischen Audio abstimmen, ausgewogene Töne, Stimmumfang und Höhen. Und das Ganze wird hier dann noch einmal erklärt, je nachdem, was man hier eben auswählt. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, leise Töne noch einmal zu verstärken, je nachdem, ob wir das gerne möchten. Wir können uns Beispiele wiedergeben lassen und hier eben nochmal anwenden mit über Telefon und Medien. Das gleiche, was wir auch über das Toggle im Control Center machen konnten. Und wir können aber auch eine eigene Audioanpassung durchführen. Das heißt, wir können das hier einmal anklicken und daraufhin wird uns das hier erklärt. Das dauert in etwa 5 Minuten und dann müsst ihr eben hier die Kopfhörer verbunden haben. Und dann kann man hier eben sagen, hört man jetzt jemanden? Ja, nein. Und so die Kopfhörer nochmal ein bisschen anpassen. Das Ganze dann auch für Musik und so weiter. Das heißt, hier gibt es eben sehr viele Optionen, das Ganze einmal durchzuführen, um sozusagen eure Kopfhörer perfekt für euer iPhone zu optimieren. Ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, die man hier einmal durchgehen kann. Zu guter Letzt möchte ich euch nochmal eine Funktion zeigen, die es schon etwas länger gibt. Und zwar können wir dazu erneut in Bluetooth gehen und dann hier einmal wieder auf das kleine i. Und zwar können wir hier per Doppeltipp sozusagen den linken und rechten AirPod mit einer Funktion belegen. Und zwar gibt es die Option Siri zu öffnen, Start, Pause, nächster Titel, voriger Titel oder wir können diese Funktion auch komplett deaktivieren. Dieses Feature gibt es zwar schon länger, aber es ist auf jeden Fall wirklich sehr praktisch und das kann man sehr gut verwenden. Und daher empfehle ich euch zum Beispiel nächster Titel auf links zu legen und auf rechts dann zum Beispiel Siri zu starten, um entsprechend über Siri Kommandos auszuführen und damit dann die AirPods noch ein bisschen produktiver im Alltag zu verwenden. Auf jeden Fall ebenfalls eine ziemlich coole Sache, solltet ihr euch einmal anschauen, wenn ihr das noch nicht konfiguriert habt. Das sollen sie dann aber auch schon wieder gewesen sein. 10 praktische Funktionen, die Apple mit iOS 14 den AirPods und AirPods Pro hinzugefügt hat und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere Funktionen kennt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Lasst jetzt gerne einfach und unkompliziert ein Abo da, solltest du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen wollen. Und wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.